mein Gott, yo, what the heck, Leute. No way. Ich hab mir was zugeschickt und zwar wurde eingebrochen. Jeden Tag da draußen, jeden Tag auf der gesamten Welt passieren täglich überkranke und skurrile Ereignisse und dazu gehören auch Einbrüche. Und wir gucken uns jetzt ein Video an, wo gesagt wurde, bei mir wurde eingebrochen, in meinem Haus um 3 Uhr nachts wurde eingebrochen. Das gruseligste der gruseligsten Sachen ist passiert. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, das schaffen wir auf diesem Video, um es extra gruselig zu machen. 6666 Likes und dann nehmt eure Decken, nehmt eure Kissen, nehmt alles. Und jetzt sehe ich wieder aus wie eine alte Oma. Perfekt, Bruder. Es war Frühling 2017. Ich war unterwegs nach Chicago für ein Bewerbungsgespräch. Okay. Es war 11 Uhr vormittags und ich wartete gerade in meinem Gate am Flughafen von San Francisco. Okay. Draußen wütete ein Sturm. Der Regen floss in Strömen. Alle waren wie fest angekettet an den Sitzen und in Gedanken versunken. Ja. Ich scannte die Reihen von Menschen. Manche schliefen auf ihren Laptops oder starrten auf ihr Handy. Andere hatten Kopfhörer an. Plötzlich bemerkte ich diesen Typen. Ganz allein saß er in der entferntesten Ecke des Korridors und niemand war neben ihm. Bro, ist er der Joker? Er war nicht beschäftigt mit seinem Handy oder Kopfhörern wie bei den anderen. Wieso lächelt er so? Denn er lächelte. Und zwar auf eine sehr unheimliche und verrückte Art. Er starrte mir direkt ins Gesicht. Gucken's mich nicht so blöd an! Seinem Aussehen nach zu beurteilen, war er ziemlich durchschnittlich. Nett gaffen! Doch sein verrücktes Lächeln machte mir wirklich Angst. Vielleicht war er schüchtern. Normalerweise würde ich wegschauen und so tun, als hätte ich nichts gesehen. Oh. Doch er machte mich wirklich nervös und ich schaute ab und zu unbewusst zu ihm rüber. Bro. Dann riefen sie uns auf und wir gingen an Bord. Okay. Das wird eine Liebesgeschichte, ich sag's euch! Ich setzte mich auf meine Business Class neben dem Fenster hin und checkte Instagram und schrieb nun meinen Freunden. Ja, gut. Den gruseligen Mann habe ich nicht gesehen. Bro. Eine Stunde später waren wir in der Luft. Gelegentlich ging ich auf die Toilette. Aber wo wird da jetzt eingebrochen? Als ich fertig war, klopfte es an der Tür. Oh oh. Ich schrie, besetzt! Doch es hörte nicht auf. Die Person das ist der Mann. Klopfte sogar noch aggressiver. Also ignorierte ich es und hoffte, dass es endlich aufhören würde. Was ist der Mann? Doch ich lag falsch. Ich öffnete die Tür, um mich bemerkbar zu machen. Doch ich war wie paralysiert, als ich sah, wer vor mir war. Wer? Ah, es Mann! War der gruselige Mann vom Flughafen mit seinem breiten Grinsen im Gesicht. Dicker! Schnell huschte ich an ihm vorbei und traute mich nicht zurückzuschauen. Hör auf! Den Rest des Fluges verlief ganz normal. Nur konnte ich ihn irgendwie nicht vergessen. Als wir in Chicago landeten, war ich die Erste, die ihren Koffer holte. Oh, auf Deutsch angelehnt, Allmann. Aus der Maschine verschwand. Sehr gut, Allmann. Ich rief einen Uber, während ich zum Parkplatz lief. Es war 12 Uhr in Chicago. Wo bleibt der Einbruch? Dann stieg ich ins Taxi ein und fuhr zum Hotel. Wir haben 3 Uhr nachts, merkt's euch. Realisierte ich etwas wirklich Schreckliches. Mein Portemonnaie war weg. Oh mein Gott, nein. Ich wusste nicht, wo ich es vergessen hatte. Also rief ich am Flughafen an und fragte die Mitarbeiter, ob sie im Flugzeug suchen konnten. Oh mein Gott, nein. Sie taten es und informierten mich, dass sie nichts gefunden hätten. Nein. Ich fuhr zurück zum Flughafen und suchte den Rest des Tages danach. Der Typ hat's. Ich fand ebenfalls nichts. Meine Vermutung war, dass ich es entweder in San Francisco vergessen hatte oder nicht. Es wurde gestohlen. Ich konnte mich davon erholen. Okay. Und war 3 Tage lang ohne Portemonnaie in Chicago. Ohne Portemonnaie aber erstmal Eis kaufen. Logik. Jetzt kommt erst der gruselige Teil. Als ich nach San Francisco zu mir nach Hause zurückkehrte, entdeckte ich etwas sehr Verstörendes. Okay, oh mein Gott, jetzt kommt der Einbruch. Die Tür war offen. Bro! Und das ganze Haus war verwüstet. Alles war kaputt. Oh mein Gott! Die auch nur den geringsten Wert besaßen, waren weg. Ich checkte meine Videoaufzeichnungen und konnte den Einbrecher identifizieren. Ich hab's gecallt. Ich war hab's der gecallt. Gruselige Mann vom Flughafen, ich hab's der gecallt. Mein Portemonnaie sowie meine Schlüsseln hatte. Nachdem ich die Polizei rief, fanden sie seine Fingerabdrücke überall im Haus. Oh mein Gott! Das Gruselige daran, die Fingerabdrücke stimmten mit niemandem überein, der registriert Hör auf. War. Hör auf. Hör auf. Okay, yo, nein, 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 Digga, das ist halt eine wahre Geschichte auch noch, ne? Bro, das ist halt eine wahre Geschichte, ich meine, wieso? Oh, wieso gehe ich schon wieder hier hinter? Bleiben Sie weg, ich hab eine Mentos-Packung.
Ich weiß nicht, ob du es weißt, oder? Bro, stell dir vor, du verlierst einen Geldbeutel von so einem creepy Mann, dann bricht der bei dir ein, stiehlt alles und dann kommt raus, dass diese Person nicht existiert. Die Leute sehen die Person, aber die Person existiert nicht. Und das ist eine wahre Geschichte. Mann, warum sind Einbrecher so? Ey, Leute, aber es gibt die neueste Technologie, soll ich euch mal sagen? Die Maki! Überwachungsanlage. Och nee. Sind Sie auch ein neuer Zuschauer auf diesem Kanal und fragen sich, ey yo, ich hätte Bock jeden Tag auf geilen Content und möchte nicht von Verbrechern überrannt werden und überfallen werden? Oh Mann, ey. Dann sind Sie ja genau richtig, denn jeder, der diesen Kanal jetzt abonniert und jeder, der den Kanal schon längst abonniert hat, ist sicher. All das nur mit diesem Abo. Bei dir wird nicht eingebrochen und es wird nichts passieren. Deswegen, wenn du neu bist, drück abonnieren. Oder verdammt normal, ich werde dich finden und ich... War 10, als es passierte. Es gibt noch... Es geht noch weiter? Ich liebte mein Schlafzimmer, da ich ein Fernseher, ein Bett und ein Schrank hatte. Oh mein Gott, es geht weiter mit dem Einbrecher. Auf dem Tisch. Eines Nachts, als ich schlief, hörte ich ein Geräusch aus meinem Schrank, das mich aufweckte. Hör auf. Es störte mich gar nicht, weil ich versuchte, wieder schnell einzuschlafen, um am nächsten Tag zur Schule zu gehen. Hör auf. 3 Uhr nachts. Später wachte ich auf und frühstückte. Ich bereitete mich vor und packte meine Tasche für die Schule, die in meinem Zimmer lag. Okay. Als ich mein Zimmer betrat und die Tasche packte, schaute ich zum Fenster und sah eine große schwarze Gestalt mit einem Hoodie vor meinem Zimmerfenster. Er ist wieder. Er ist zurück. Er ist zurück. Mein Herz blieb stehen und als ich sagte, wer zur Hölle ist das, rannte die Person weg. Er ist zurück. Bro, er ist zurück. Der lächelnde Mann, der Einbrecher. Ich konnte das nicht sehen, da die Person einen schwarzen Hoodie anhatte. Wieder eine wahre Geschichte. Dunkel war, da es 5 Uhr morgens war. Als ich von der Schule kam, recherchierte ich etwas auf meinem Handy für ein Schulprojekt. Okay. Plötzlich hörte ich ein lautes Klopfen am Fenster. Nein, Bro. Renn weg! Es war wieder diese Gestalt. Bro, es ist der lächelnde Mann! Renn weg! Er war ein Mann in seinen späten 40ern. Er hatte faltige Haut und schwarzes Haar. Er lächelte mich an. Digga, es sagte, ist... Hey. Wenn du Süßigkeiten willst, komm aus deinem Haus und ich geb dir welche. Oh mein Gott. Er lachte und wartete darauf, dass ich rauskam. Er rannte zur Eingangstür und machte einen Fehler, indem er dort stehen blieb. Denn mein Vater war gerade dabei, zur Arbeit zu gehen. Und besser ist es. Er solle gefälligst von seinem Grundstück verschwinden, sonst rufe er die Polizei. Bruder, besser ist es. Ich eilte zu meinem Vater und sagte ihm, dass er mich bereits vor meinem Zimmerfenster gestalkt hat. Oh mein Gott. Er war dabei, die Polizei zu rufen, wollte mir aber keine Angst einjagen, dass ich entführt werden könnte. Oh nein! Also sagte er, dass er Sicherheitskameras installieren werde. Dudes, wir sind sicher. Der einzige Grund, weshalb ich nicht geschrien habe, als er die Maki-Überwachungsanlage ist das. War, weil ich dachte, einer meiner Freunde wollte mit mir lernen. Ich fragte mich dann, wieso zur Hölle würde irgendeiner meiner Freunde mit mir um 5 Uhr morgens lernen wollen? Und keiner meiner Freunde war so groß wie dieser Typ. Okay. In dieser Nacht hörte ich jemanden in meinem Schrank lachen. Hör auf. Ich öffnete meine Augen nicht, aber ich hatte Todesangst, da ich etwas im Kleiderschrank kratzen hörte, das wie ein Messer klang. Hör auf. Hör auf. Ich wartete 1 oder 2 Minuten, bis ich den Mut zusammenbekam zu rennen und um mein Leben zu schreien. Hör auf! Ich in das Zimmer meiner Eltern lief und die Tür abschloss. Ich erklärte ihnen, was passierte und dass jemand in meinem Kleiderschrank war. Meine Mutter wählte die 110. Wieso hat die 911 dann angerufen? Sachen wie, komm raus und deine Eltern werden nicht dabei zusehen, wie ich dich ersteche. Okay, Bro, es war's komplett. Das jagte mir unglaublich viel Angst ein. Ich war beunruhigt, da er tatsächlich ein Messer hatte. Bruder, er war im Schrank von dem... Sekunden später hörten wir Sirenen. Meine Eltern und ich hörten die Polizei die Tür einschlagen und wie sie schrien, Polizei, Waffe fallen lassen und Hände hoch. Meine Eltern und ich waren erleichtert, dass er weg war. Wie? Ich konnte mich wirklich glücklich schätzen, dass mein Schrank so weit von meinem Bett weg war. Bro, der war in einem Schrank! Es stellte sich heraus, dass der Typ ein verrückter Geisteskranker war, der aus der psychiatrischen Klinik geflohen ist, indem er die Sicherheitskräfte erstochen hat und ausgebrochen ist. Das ist der lächelnde Mann. Von dem Tag an installierten meine Eltern Sicherheitskameras in jedem einzelnen Raum und auch draußen. Ladies and Gentlemen, der lächelnde Mann, das sind wahre Begebenheiten, wahre Geschichten. Das ist so passiert, Mann. Deswegen, wenn ihr einen Schrank habt, guckt einmal kurz rein, nicht, dass da wer drin ist. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal neu, dann seid ihr sicher. Dann sind wir so und alles ist gut. Die Maki-Überwachungskameraanlage funktioniert. Lasst ein Like da. Danke fürs Zuschauen. Klickt hier aufs letzte Video. Ich brauche erstmal eine neue Hose. Die ist ganz nass.